Ja, hallo und herzlich willkommen bei Bradomate. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist noch immer, wo es aufmacht, noch immer ein besonderer Tag. Deswegen werden wir jetzt als DCG Bradom verkleidet noch einen letzten, vermutlich letzten Double Masters 2022 Collectors Booster Box aufmachen. Ja, es ist in Summe meine 10. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen crazy gegangen, aber wenn ihr solche Sachen mögt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, verpasst keine Videos, es wird in Zukunft sicher mehr Sachen geben. Ich habe in letzter Zeit viele Sachen aufgemacht, die ich einfach nicht als Video gezeigt habe. Das wird es in Zukunft ändern, weil ich einfach jetzt ein cooles Setup habe, wo alles super zu machen ist. Ihr seht es im Display, schön, Nummer, schönes Siegel, schöne Box, muss ich sagen, das war irgendwie lässig. Warum war? Ja, weil es wahrscheinlich mein letzter ist und wir werden sehen. Also wie gesagt, dann habe ich mir noch aufgehoben, mein Highlight vom Wert her, vielleicht Box 8, mein Highlight von den Karten her, wahrscheinlich sogar, ich meine, Emerald Cool ist sehr cool, immer. Ah, jetzt mache ich es kaputt, krieg's nicht auf. Jetzt habe ich es so lange üben können, jetzt kriege ich es nicht auf. Was ist da los? Und ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, habt ihr euch einen Booster gekauft, habt ihr mehrere aufgemacht als einen Booster, habt ihr euch eine ganze Box gekauft und ja, wie ist das bei euch so gelaufen? Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass wir so weit sind, das aufzumachen. Habe mich seit Tagen drauf gefreut auf heute und die erste Box, ah, die war richtig cool. Also ich habe mir wirklich die Karten so gewünscht, dass ich es einmal habe in irgendeiner alternativen Form und ja, hat funktioniert. Wir schauen uns kurz die Booster an. Ja, wichtig bei den Boostern ist, dass den Code euch merkt, weil den wird es brauchen, wenn ich. Das ist natürlich jetzt dumm. So. Das wird es brauchen, wenn ihr dann einsenden müsst, weil leider gibt es Beschädigungen bei den Karten. Gerade bei den Karten, die es dann, die Edged Foils gibt es leider, habe ich fast alle Karten, die einen Schaden gehabt haben. So, wir machen da die Foils und mal langsam auf. Wie gesagt, es sind nur 4 Booster, da kannst du wirklich ein bisschen, oh, das ist cool. Da kannst du wirklich die Karten durchgehen, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Du merkst schon, dass es ein bisschen Premium Foiling ist, weil das ein Premium Produkt ist. Wobei die extrem dick sind, also keine Ahnung. Flicker Wisp ist cool. Golgari Rot Farm ist cool. Dann den Burning Tree Emissary. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze in 4K anschauen. Oh, Celestine Sanctuary. Wild Leaf Leech, den habe ich fast bei jedem Draft gehabt. Eine meiner Lieblingskarten, die mag grün. Ist jetzt nicht so OP, aber ich liebe halt die Farbkombination, ist halt cool. Oh, wie cool ist das? Force of Negation. Ich muss sagen, ich habe mir so gehofft, dass ich den noch aufmache. Ich habe noch keinen gehabt, in irgendeiner Art und Weise den aufzumachen. Ist halt schon cool. Das ist jetzt der Nicht-Foil und ich muss sagen, es ist schön. Ich mag die Nicht-Foil-Varianten sehr, sehr gern eigentlich. Da kannst du echt nicht viel falsch machen. Okay. Force of Negation, Jackpot. Child of Alara als Edged Foil schaut natürlich echt cool aus, aber hat jetzt auch nicht viel Wert, aber halt die Edged Foils sind cool. Interessant ist, dass die keine Beschädigung hat. So, während da unten alles hier runterhaut, scheint das jetzt echt ohne Beschädigung auszukommen. Oh, und dann haben wir noch eine richtig gute Mythic Rare hinten nach, die auch eine richtig nice Karte ist. Ist auch eine der wertvolleren Karten, glaube ich, von den Mythic Rares. Die Tokens und da werden wir jetzt zumindest die 2 Karten da einfolieren. Bin happy damit. Also das ist kein schlechter Booster. Gibt es noch was ich mir wünsche? Also wie gesagt, wenn ihr mal was wünscht, dann können Force of Negation ist einfach so eine schöne Karte in dieser Variante. Ist eine Karte, die man halt viel spielen kann. In verschiedenen Formaten, in Modern und so weiter, in Commander kannst du vielleicht auch spielen. Eine coole Karte, die wunderschön ist. Ja, der Oxide X Laurel Wrist oder so ist auch ziemlich nice. So. Ich tue das ein bisschen nach hinten legen. Ist jetzt das, dass wir dann noch ein bisschen sehen, was wir da so hingelegt haben. 2 nice Karten mit Child of Alara und Wildleaf Leech haben wir auch noch 2 nice extra Karten. Ja, so wirft man seine Karten hinten runter. Den geheimnisvollen Spalt, wo er eine Booster hat. So mache ich meine Zaubertricks. Weg ist er, der Booster. Und ja,
machen wir weiter. Zweiter Booster, 4 Booster sind es in einer dieser Boxen. Das ist jetzt nicht überraschend viel oder überragend viel, aber das ist okay. Und wir sind beim drittvorletzten Booster, Collectors Booster von Double Masters 2022, den wir vermutlich in unserem Leben aufmachen werden oder in meinem Leben. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, es hat euch die Reise Spaß gemacht hierher durch das Land der Collectors Booster von Double Masters 22. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo oder schreibt es in die Kommentare. Noch eines der Highlights sicher, Blood Artist. Die Karte, die mir den Draft gewonnen hat bei Double Masters 2022, der zweimal. Ist ziemlich gut. Dann haben wir die nächste Leech hier in Foil. Spannend. Das Witzige ist, bei den ersten Boostern haben wir die mehr als Edged Foils gehabt. Oh, Chaos Warp. Den haben wir im Draft gehabt. Nein, gar nicht. Den hat die Mythic Rare dort. Was ein Exoturn bekommst in Rot. Cool. Cooles Artwork irgendwie. Da wäre noch was richtig Cooles. Das wäre richtig nice. Dann noch einen richtig coolen Hit haben. Privileged Position. Ich meine, die schauen richtig cool aus. Gell? Die Edged Foils schon, haben schon was. Auch die ist schön. Also scheinbar. Weil oh, jawohl! Ich muss gerade schreien. Sorry. Wir haben Force of Negation in Foil und eine der besten Karten, wenn du mich fragst. Eine der schönsten Karten. Wow, und wenn du den schon spielst mit den Token hier. Nein, wenn du da jetzt schon den Ding hast, dann. Force of Negation. Wunderbar. Wie gesagt, schaut euch das Video gerne in 4K an. Ich mache einfach immer Werbung dafür, weil ich habe es mir selber wieder angeschaut auf dem Fernseher in 4K. Jetzt sollte der Ton noch besser sein mit dem neuen System. Witzig, dass da die Foils nicht beschädigt sind in der Box. Und echt cool. Also Force of Negation in Foil und in Nicht-Foil. Beide Varianten, auf jeden Fall, dass man sie wünscht. Was würde noch richtig cool sein? Ein Textured-Foil war richtig cool, weil die Wahrscheinlichkeit ist mehr als gering. Ich habe schon eine gehabt im ersten. Ich habe nur halt, also ein Case, da war halt eine drinnen, die ist halt garantiert quasi. Und dann fehlt da halt das irgendwie. Und dann muss es irgendwie lucky sein und der letzte Display war mega lucky. Und ein richtig cooler Edge-Foil wäre noch cool. Und ein richtig cooler Mythic Rare als Foil. Man haben wir eh schon, aber irgendwie so ein Ren des X Foil oder die Lily oder so in der Full Art Version noch. Das wäre richtig nice. Das wären so meine Wünsche als bescheidener Magic Sammler. Und wir haben den Coiling Oracle als erste von diesen Karten. Dann Burning. Ich muss sagen, die Nicht-Foils sind also super schön von denen. Vielleicht sogar schöner, mach mal. Und jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir zur Foil Rare oder Mythic Rare. Smooth Rolling Tide, das ist witzig, weil die habe ich schon. Okay, die nächste Karte ist ein Textured Foil, oder? Das ist kein. Nein, das ist ein Nicht-Foil, so. Ein Nicht-Foil Full Art Karte. Ist das der Emerald Core? Oh, Damnation, wow. Ich meine, das ist eine super Karte. Ich habe die in der normalen Edition jetzt da rausgesucht und der zweimal gehabt, aber vor allem Nicht-Foil, das ist ziemlich wertvoll. Die Karte für das Ding ist cool. Das ist sicher was entwickelt. Damnation ist eine wunderschöne Karte geworden in dieser Zeit. Ich meine, die Originalversion von Damnation ist ja wunderschön. Aber wirklich toll. Wir starten toll. Jetzt wird's. Ist noch eine Damnation Lust? Oh, wie schön! Okay, die Aged Foil von Damnation ist super geil. Wow, cool. Zweimal Damnation, oder? Lustig. Aged Foil Damnation ist richtig geil. Und noch ein Forbidden Orchard. Das ist, in dem Slot haben wir nicht die besten jetzt gehabt, also das ist jetzt, da haben wir nicht irgendwie Mythic Rares gehabt und dann doch drei Boost, doch haben wir gehabt, aber ja, ich meine, Force of Negation ist ja einer der besten, wahrscheinlich Rares, die du, oder Foil Rares, die du aufmachen kannst, oder Foil Versionen und Damnation in Bau ist die cool, also auch da richtig geil, Damnation, das Edged Foil, cool, freut man sich. Ist eine Karte, die man immer spielen kann, letzter Booster, Leute, das ist es, das ist das Ende der Reise. Wie gesagt, 10 Display, 10 Booster, 10 Boxen, 10 mal 4 Boxen, also 40 Booster haben in Summe aufgemacht. Wir haben eine Textured Foil gehabt. Wir haben eigentlich alle Karten zumindest einmal cool aufgemacht. Noch ein Ren wäre cool oder so, weil das wäre, mir fehlt noch immer einer. Was wäre noch cool? Ja, ein Textured Foil wäre halt der Hammer. Also, wenn wir da noch ein Textured Foil drinnen haben. Oh, schaut euch den Token an. Wie gesagt, schaut es euch an in 4K. Da werdet ihr viel Spaß haben. Und ja. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Und schreibt mal rein, wie euch das so gefällt. Wenn es mir Freude machen wollt. Swordscore. Damnation Foil. Damnation.
Terminate, das ist mein zweites erst und das ist witzig, weil ich bis jetzt keins gehabt habe in den letzten zwei jeweils eines jetzt da. Azurius, Kanzeri und jetzt sind wir bei der Foil. Oh, das ist nichts Besonderes, das ist ein Miss. Mein Kulaschan tut weh. So, jetzt sind wir bei. Wow, die Sphinx als mittig, das ist so eine schöne Karte. Also die Sphinx ist, ich liebe die Sphinx an sich schon und das ist so eine schöne Karte. Die Fähigkeit ist halt auch so cool. Das schaut wild aus. Oh. Fanharmonikon als Edged Foil. Ich weiß nicht, was das wert hat, aber es ist irgendwie eine coole Karte. Echt cool. Wahrscheinlich nicht so viel. Oh, das ist der Foil-Fail. Also die sind jetzt alle nicht schier gewesen. Also da war kein einziger Edged Foil beschädigt. Das waren sonst immer alle beschädigt waren. Schauen wir mal. Ja, der Grand Arbiter, nichts Besonderes leider im letzten Pack. Keine Ahnung, wie gut der Display jetzt da einzustufen ist. Wir haben zweimal den Forbidden Orchard, der wahrscheinlich so einen 10er hat oder so in Foil. Also einmal haben wir ihn. Wir haben Damnation, der wahrscheinlich so 20 Euro oder so haben wird. Wir haben Force of Negation, der sicher einen 100er hat. Also für mich persönlich. der hat wahrscheinlich auch so, der hat auch so 80, 60, 70, 80 Euro gehabt in dem Bereich. Also ja, in Summe denke ich, werden wir mit der Sphinx und so, wir sehen, wir haben gute Nicht-Foils aufgemacht. Also ich denke, wir werden in Summe schon hinkommen, dass wir da auf den Preis kommen. Von Value her vielleicht nicht der beste Display, aber ja, es waren echt coole Karten und Force of Negation in beiden Varianten zu ziehen, ist echt nice. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fliege da nochmal drüber und dann blenden wir da noch einmal das Force ein da. Das ist das Highlight. Ich hoffe, es hat euch wirklich Spaß gemacht. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Das war das große Finale unserer Modern Masters 2022 Serie. Bis zum nächsten Mal. Euer Bradam. Ciao.